Jo Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Beim letzten Mal haben wir es nach einigen holprigen Anläufen geschafft, den Schattenduellanten Titan zu besiegen. Und dieses Mal kommen wir zu dem Duell. Alles für Cyrus. Das war tatsächlich auch der Name der Folge, in der das Duell stattgefunden hat. Und an diesem Duell ist besonders, dass es eines der wenigen Duelle ist, die Jaden tatsächlich verloren hat. Und deswegen spielen wir als niemand Geringeres, als Zane Truesdale mit den absolut overpowerten Cyber Drachen. Ich hoffe einfach nur, dass wir die ziehen und nicht die ganzen anderen Müll-Cyberkarten, die er in seinem Deck spielt. Und wir fangen an. Das ist halt absolut nicht das, was... das ist zwar das, was das Yu-Gi-Oh! GX Opening uns sagen will, aber das ist nicht das, was für Zanes Deck optimal ist, okay? Und wir haben hier tatsächlich gute Cyberdrachen. Also wir haben Cyberdrache 3, Drachenmark 2, 3, Proto-Cyberdrache, okay, krass, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir diese ganzen, ihr wisst schon, Cyber-Uroboros und Cyber-Kirin und so weiter Karten hätten, aber ich schätze, das ist gutes Karma dafür, dass der gute Titan beim letzten Mal die ganzen neuen Erzentabletten hatte und deswegen spielen wir auch die etwas neueren Cyberdrachen, okay, und ich würde sagen, bei 5 Monstern auf der Starthand beschwören wir selbstverständlich das, welches auf Normalbeschwörung eine Cyber- oder Kyber-Zauber-Fallenkarte sucht. Und wir haben nur Cyber-Reparaturwerkstatt. Okay. Ich habe nie wirklich Cyberdrachen gespielt. Aber ich denke, ich weiß in etwa, wie das Deck funktioniert, okay? Also ich weiß zumindest, wie man 2 Cyberdrachen zu Cyber-Zwillingsdrache und 3 Cyberdrachen zu Cyber-Enddrache fusioniert. Cyber-Enddrache, by the way, eine der heftigsten Karten überhaupt. Sagt, was ihr wollt. Cyber-Enddrache, so eine coole Karte. Junge, wie oft der Synchronsprecher von Zane alleine dieses Wort aussprechen hat müssen bei der Synchronisation dieser Serie. Ich meine ernsthaft, wie oft hat der Typ in seinem Leben Cyber-Enddrache gesagt? Das ist doch... Also wenn er davon nicht manchmal Albträume hat, weiß ich auch nicht, okay? Falls nur dein Gegner ein Monster kontrolliert, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, beschwöre ein Cyberdrachenmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Du kannst nur einen Effekt, okay. Ja... Also wir können quasi Cyberdrache vom Deck specialen, wir haben aber auch einen auf der Hand. Und das hier, falls sich Cyberdrache in deinem Friedhof befindet, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Falls du bei der Aktivierung dieser Karte 3 oder mehr Cyberdrachen in deinem Friedhof hast, kannst du beide Effekte aktivieren. Füge deiner Hand ein Lichtmaschinenmonster von deinem Deck hinzu oder wähle ein Lichtmaschinenmonster in deinem Friedhof, mische das... Nein, okay, wir aktivieren selbstverständlich den ersten Effekt. Okay, wir suchen uns ein Lichtmaschinenmonster und zwar... Was haben wir denn hier? Ja. Yeah. Wir können uns Cyberdrache suchen, den haben wir aber schon. Also macht es nicht am meisten Sinn, Cyberdrachenmarkt zu suchen? Und dann suchen wir uns damit wieder Reparaturwerkstatt? Hä? Ich weiß auch nicht, okay. Aktivieren wir den Effekt von Cyberdrachenmarkt aus unserem Friedhof und verbannen ihn, um den guten Cyberdrachen von unserem Deck zu beschwören, Freunde, mit 2100 Angriffspunkten. Und dann würde ich tatsächlich sagen, für ein bisschen mehr Damage. Du kannst dann nicht. Achso, ist das okay. Dann würde ich sagen, beschwören wir Cyberdrache 3. Der hat nämlich 1800 Angriffspunkte. Und wir können jetzt, glaube ich, seinen Effekt aktivieren und dann werden alle zu Stufe 5. Was halt keinen Unterschied macht, weil wir eh nicht Cyberdrache Nova im Extra-Deck haben. Sondern nur Cyber-Zwillingsdrache und Cyber-Enddrache. Und dann greifen wir mit Cyberdrache, aka Cyberdrache 3, Elemental 2. Er hat sowas von Spiegelkraft. Er hat sowas von Spiegelkraft, okay. Das war irgendwie klar. Gehen wir Main Phase 2. Specialen erneut den Cyberdrachen. Von unserer Hand. Und dann beenden wir unseren Zug. Komm schon, wir brauchen nur Kraftbündnis und das Duell ist gelaufen. Also, machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor, okay? Moment mal, aber wenn Jaden jetzt 3 Spiegelkraft in seinem Deck hat, dann ist das schon durchaus, er hat 3 Sets. Irgendwas davon ist safe. Noch eine Spiegelkraft ist es nie, Junge, Alter. Kraftbündnis! Ach ja, aber wir müssen die hier alle erstmal aufs Feld bekommen, damit die als Cyberdrachen behandelt werden, ne? Deswegen, beschwören wir... beschwören wir erstmal Cyberdrache 3. Ich weiß, dass Cyberdrachen Mark uns was suchen kann, aber wir haben ja aktuell nur Cyber-Reparaturwerkstatt, die uns im Endeffekt nur einen weiteren Cyberdrachen suchen würde und davon haben wir aktuell genug. Von daher, Cyberdrache 3. 1800 Angriffspunkte hören sich nämlich gut an. Junge, er hat sowas von Spiegelkraft. Ich weiß es einfach. Ich weiß, es ist einfach so.
Okay, nein, er hat doch keine Spiegelkraft. Dann greifen wir mit Cyberdrache sein verdecktes Monster an und es ist der geflügelte Kuribo. Okay, er nimmt für den Rest des Zuges keinen Schaden, hätte er sowieso nicht genommen. Wir beenden unseren Zug. Ich habe tatsächlich noch nie Cyberdrachen gespielt. Also noch nie competitive so. Ich hatte natürlich irgendwann als Kind mal Cyberdrachen in meinem Deck, weil Cyberdrache cool ist, aber da hatte ich auch Elementarhelden und Schwarzflügelmonster und den schwarzen Magier und Exodia-Teile und alles gemischt in meinem Deck, okay? Ich glaube, jeder hatte als Kind so eine Art von Deck, okay? Wir beschwören Cyberdrachen Mark. Ah, genau, das ist, genau. Wir beschwören Cyberdrachen Mark. Suchen uns Cyber-Reparaturwerkstatt, die aktivieren wir dann und damit können wir uns dann den OG-Cyberdrachen suchen und den können wir auch von der Hand für die Fusion benutzen, weil er auch in der Hand als Cyberdrache gilt. So sieht's nämlich aus, okay? Wir holen uns den Cyberdrachen, den letzten, und dann aktivieren wir Kraftbündnis und selbstverständlich gibt es keine Alternative als den Cyber-Enddrachen, Freunde. Wir fusionieren hier Cyberdrache 3, a.k.a. Cyberdrache, Cyberdrachenmark, a.k.a. Cyberdrache und Cyberdrache. Ich weiß nicht, wie oft ich allein in den letzten 5 Minuten das Wort Cyberdrache ausgesprochen habe, okay? Aber da ist er, der legendäre Cyber-Enddrache. Ich habe jetzt wirklich eine Animation erwartet. Komm schon, das ist Cyber-Enddrache! Und er wurde mit Kraftbündnis beschworen, hat 8000 Angriffspunkte. Das ist... Wie kann man Cyber-Enddrache keine Animation geben? Wie zurückgeblieben kann man eigentlich sagen... Junge, komm. Wir switchen Cyberdrachen in Verteidigungsmodus, nur für den Fall, dass er Spiegelkraft haben sollte. Denn 8000 Punkte von Cyber-Enddrache reichen so oder so für den Sieg, falls er jetzt keine Fallenkarte hat. Und er hat die Geburt eines Helden! Und wir wählen das, was auch immer es ist. Und es ist Rottweiler. Es wäre schon epischer gewesen, mit Cyber-Enddrache jetzt das Duell zu beenden. Aber das sind immerhin 6800 Schadenspunkte für dich, Jaden. Und ja, wir müssen jetzt unseren Zug beenden. Und nehmen 4000 Schaden. Durch Kraftbündnis. Oh Mann. Ich dachte früher übrigens immer, dass bei Kraftbündnis das Monster auch noch zerstört wird. Aber nein, wir nehmen halt nur den Schaden. Das tut zwar auch weh, aber... Ich hatte es als Kind immer so im Kopf, dass das Monster auch zerstört wird. So, aber... Nee, wird's nicht. So, das wäre ein bisschen krass, wenn es auch noch zerstört werden würde. So, erneut greifen wir mit dem Cyber-Enddrachen an. Und zwar dieses Mal Elemental Sparkman und in 6600 Punkte Schaden. Und dieses Duell ist sowas von vorbei mit dem legendären Cyber-Enddrachen. Freunde. Ich weiß nicht, warum der keine Animation macht. Es ist Cyber-Enddrache. Cyber-Enddrache. Alleine in dem letzten Duell von Jaden und Zane wurde das Ding 5-mal oder so beschworen. Einmal sogar mit 32.000 Angriffspunkten oder so. Und das hier ist das Duell, die Formel zum Erfolg. Wir spielen als Bastion gegen Chaz, was absolute Majestätsbeleidigung ist. Aber ich nehme das so hin, denn es war mehr oder weniger der Start von der Entwicklung von Chaz Princeton vom Schnösel zum absoluten Ehrenmann. Falls ihr noch nicht wisst, worum es sich dabei handelt, dann schaut euch auf jeden Fall mein Video auf dem Hauptkanal zu dem guten Chaz Princeton an, Freunde. Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist der absolut beste Charakter in allen Yu-Gi-Oh! Universen, okay? Es gibt absolut keine Konkurrenz, okay? Und er beschwört Buschfeuerritter, was eine Karte ist, die Chaz sowas von nicht gespielt hat und spielt eine Karte verdeckt und wir sind am Zug, okay? Und das sieht doch tatsächlich wie eine gute Hand aus. Also wir spielen hier irgendwie Dinosaurier. Was ich irgendwo verstehen kann, weil Hydrogeddon ein Dinosaurier ist und Oxygeddon ebenfalls. Aber eigentlich ist das Thema des Decks mehr so Wasser und nicht wirklich Dino. Aber ist ja auch egal. So, wir aktivieren fossile Grabung und schauen mal, was uns hier erwartet. Wir haben Oxygeddon, Carboneddon, Cabazaols und Duotherion. So, Oxygeddon sollte klar sein, wegen H2O-Verbindung. Warte mal. Wir können Wasserdrache vom Deck beschwören. Das ist schon mal gut. So. Das heißt, Oxygeddon könnten wir tatsächlich gebrauchen. Müssen wir die vom Feld als Tribut anbieten? Junge, das ist ja krank, Alter. Was? Nur für einen Wasserdrachen, so. H2O-Verbindung aktivieren und 3 Monster vom Feld auf den Friedhof legen. Carboneddon, falls diese Karte gegen ein Feuermonster kämpft, während der Schadensberechnung erhält sie 1000 Angriffspunkte. Okay, das wäre tatsächlich gerade gut. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof... Okay, deswegen hat er wahrscheinlich Buschfeuerritter, damit das Sinn macht. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, beschwöre ein normales Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck in die offene Verteidigungsposition. Das ist in Bastions Fall Hyuzanrio.
Cabot Souls. Ich kenne die Karte nur aus Dino Rabbit. Oxygeddon und Duotherion. Du kannst diese Karte abwerfen, füge deiner Hand eine O-Verbindung, Zauberfalle von deinem Deck hinzu. Falls diese Karte als normal oder Spezialbeschwörung geschoben wird, du kannst einen Hydrogeddon, Oxygeddon oder Duotherion in deinem Friedhof wählen. Beschwöre ihn oder es als Spezialbeschwörung. Wir haben schon H2O-Verbindungen. Es gibt zwar noch bessere O-Verbindungen, aber ich bezweifle, dass Bastion die hat. Suchen wir uns einfach Oxygeddon auf ganz oldschool, okay? Oxygeddon. Und dann beschwören wir Hydrogeddon. Und wir greifen mit Hydrogeddon seinen Buschfeuerritter an und hoffen, dass er keine Fallenkarte aktiviert. Okay, sein Buschfeuerritter wäre zerstört und... Warte mal, was? Das... Wenn ein Feuermonster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, lege ein Feuermonster von deinem Deck auf den Friedhof. Wenn diese Karte zerstört wird, lege ein Feuermonster von deinem Deck auf den Friedhof. Okay, er legt ein Feuermonster vom Deck auf den Friedhof. Ich dachte, das wäre ein Flip-Effekt. Es gibt übrigens von jeder Eigenschaft einen solchen Ritter. Es gibt zum Beispiel Armageddon-Ritter, der aktiviert sich auf Summon. Dann gibt es, glaube ich, einen, der aktiviert sich auf Flip. Und der aktiviert sich scheinbar, wenn er durch Kampf zerstört wird. Armageddon-Ritter ist selbstverständlich der beste, weil Finsternis das beste Attribut ist und auf Summon die beste Condition ist. Wie auch immer, wir aktivieren selbstverständlich den Effekt von Hydrogeddon und beschwören einen zweiten Hydrogeddon vom Deck, was ziemlich accurate für die Strategie von Bastion Misawa ist, Freunde, okay? Und ich bin gespannt, was er auf den Friedhof legt. Es ist... Infernaler Entflammer. Die Karte hat er wirklich in diesem Duell gespielt und sie ist absolut beschissen. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie schlecht Infernaler Entflammer ist. Es ist, glaube ich, das schlechteste Bossmonster, was ich jemals gesehen habe. Diese Karte kann nur als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, indem du alle Karten aus deiner Hand außer dieser Karte abwirfst und ein Monster mit einer ATK von 2000 Punkten oder mehr von deiner Spielfeldseite als Tribut anbietest, okay? Das ist die Condition, um das Ding zu beschwören. 2800 Angriffspunkte. Du kannst es nicht einfach so beschwören, indem du irgendein Monster opferst, sondern es muss ein Monster mit mehr als 2000 Angriffspunkten sein und du musst alle Karten aus deiner Hand abwerfen. Natürlich kannst du, falls du Zauber und Fallen hast, alles setten, aber angenommen, du hast 5 Monster, dann musst du all diese 5 Monster abwerfen, okay? Erhöhe die ATK dieses Monsters um 200 für jedes Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners. Verringere die ATK dieses Monsters um 500 für jedes Monster außer dieser Karte auf deiner Spielfeldseite. Das ist alles. Der hat 2800 Angriff, kriegt für jedes gegnerische Monster nochmal 200 dazu. Das bedeutet, der kriegt maximal 1000 dazu, hat dann 3,8. Und für jedes Monster, das du außer ihm kontrollierst, verliert er 500. Das heißt, wenn der Gegner 5 Monster hat und du außer ihm noch 2 Monster hast, dann bleiben seine ATK einfach bei 2,8. Dafür musst du deine gesamte Hand abwerfen und auch noch ein Monster mit mehr als 2000 Angriffspunkten opfern. Dafür... damit er für jedes Monster des Gegners 200 Angriffspunkte bekommt. Und wie oft kommt es vor, dass der Gegner halt 5 Monster auf dem Feld hat? So jetzt mal Real Talk, okay? Das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Er hätte jetzt zum Beispiel 3200 Angriffspunkte. Und wenn er dann noch ein Monster beschwört, dann hat er einfach 2,7, weil er 500 verliert. Das ist so schlecht, das ist gar nicht in Worte zu fassen, wie schlecht diese Karte ist. Diese Karte ist so schlecht, dass ich am liebsten ein Video darüber machen würde, wie... verdammt nochmal schlecht Infernaler Entflammer ist. Also, dass man das wirklich ernsthaft als Karte in das Spiel eingebaut hat und sich dachte, ja, Mann, das müssen wir unbedingt drucken, das müssen wir unbedingt Chaz Princeton als Bossmonster geben. Das verstehe ich, das ist zu hoch für mich, okay? Das ist deutlich zu hoch für mich. Meister der flammenden Drachenschwerter. Sekunde. Wir haben Spiegelkraft, selbstverständlich. Wenn ein Monster als Normalbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, außer Meister der flammenden Drachenschwerter, du kannst die Stufe des erhöhten Monsters um 1 erhöhen und diese Karte hält bis zur Endphase 300 ATK. Man merkt, dass diese Karte aus Generation Force ist. Generation Force oder Photon Shockwave. Als die Xyz-Monster rauskam, gab es gefühlt nur solche Effekte. Erhöhe die Stufe um 1 und das Monster kriegt noch 300 Angriffspunkte dazu. So, diese Stufen-Manipulationseffekte, damit man Xyz-Beschwörungen machen kann. Damit haben sie es etwas übertrieben, als die Xyz-Monster rauskam. Gefühlt jedes Monster aus Generation Force hat so einen Effekt. Übrigens, abgesehen von Infernaler Entflammer ist das hier überhaupt nicht Chaz' Deck, aber ich denke mal, damit wollten sie auf diesen Feuer- versus Wasser-Aspekt des Duells anspielen. Aktivieren wir elegante Wohltäterin, ziehen 3 Karten, und zwar Oxygeddon, MST und zielgenaue Wache. Also wir brauchen nur ein Oxygeddon. Und Beschwörermönch, weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Weil die Zauberkarten, die wir haben, will ich eigentlich ungern abwerfen.
Dann aktivieren wir MST gegen seine Set. Was liegt da? Inferno missachtende Beschwörung, nicht schlecht. Hat er tatsächlich in dem Duell benutzt, und zwar um Chitonien-Soldat noch zweimal zu beschwören. Also er hatte ihn einmal und hat ihn noch zweimal beschworen. Und Bastion hatte dann dreimal Hydrogeddon. Und dann hat er ihn auch noch mit Chitonien-Allianz ausgerüstet. Wie auch immer. Wir beschwören Oxygeddon. Und jetzt könnten wir H2O-Verbindung aktivieren, aber irgendwie ist es lukrativer, einfach mit den dreien hier anzugreifen. Ich weiß gerade nicht auswendig, was der Effekt von Wasserdrache ist, aber ich glaube, sowas Besonderes macht er nicht. Ich glaube halt, wenn er gegen Feuermonster kämpft, dann werden die Angriffspunkte des gegnerischen Monsters zu null. Also rein vom Schaden her machen zwei Hydrogeddon und Oxygeddon deutlich mehr Sinn als Wasserdrache. So, Main Phase 2. Wir aktivieren H2O-Verbindung. Und Kinder, genauso wie zwei Wasserstoffteile und ein Sauerstoffteil, werden jetzt Hydrogeddon und Oxygeddon zu dem legendären Wasserdrachen. Wir beschwören ihn im Angriffsmodus, kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss mit H2O-Verbindung beschworen werden, bla bla bla. Die ATK von Feuermonstern und Pyromonstern auf dem Spielfeld werden zu null. So ist das nämlich, wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst zwei Hydrogeddon und ein Oxygeddon in deinem Friedhof wählen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Okay, Zwangsevakuierungsgerät und das war's damit. Beenden wir unseren Zug. Und ja, da liegt Wasserdrache. By the way, Bastion hatte tatsächlich im Yu-Gi-Oh! GX Opening irgendwie ein Wasser- und ein Feuerdrachen. Und das ist der Wasserdrache, den haben wir kennengelernt, aber es gibt noch den Feuerdrachen und es gibt Gerüchte darüber, ob das eventuell Sonneneruptionsdrache sein soll, aber seien wir ehrlich, das ist er nicht, okay? Ich schätze mal, man hatte geplant mit Bastion, dass er quasi mehrere Duelle hätte und dass er dann eben nicht nur dieses Wasserdeck, sondern auch ein Feuerdeck hätte und man eventuell diesen Feuerdrachen später auch noch gesehen hätte. Allerdings hat man sich dann dazu entschieden, dass Bastion doch nicht so ein relevanter Charakter sein soll. Und deswegen haben wir bisher nur seinen Wasserdrachen kennengelernt und ich bezweifle, dass wir noch einen anderen kennenlernen werden. Wir senden Carboneddon auf den Friedhof und warte mal, was? Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein normales Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck in die offene Verteidigungsposition. Hä? Warum können wir das nicht machen? Oh nein, komm schon! Als ob jetzt das Spiel abstürzt. Das ist doch ein Witz. Das ist doch... Oh Junge, wie ich dieses Spiel einfach hasse. Das ist doch nicht normal. Wir hatten das... Komm schon, wir haben es geschafft, Wasserdrache zu beschwören. Wir hatten das Duell sowas von in der Tasche. Und jetzt stürzt das Spiel ab? Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, Mann. Oh, Mann, das ist doch... Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es dem so ist, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.